Mein Name ist Andreas Bungsberger, ich bin seit 5 Jahren in der Salzburger AG und leite seit einem Jahr die IT-Abteilung Smart Meter Solution. Smart Meter oder kurz gesagt intelligente Stromzähler werden bis zum Jahr 2024 die herkömmlichen Ferraris-Zähler ersetzen. Intelligent deshalb, weil Smart Meter Verbrauchsdaten täglich über unterschiedliche Kommunikationstechnologien kommunizieren können. Um diese riesigen Datenmengen auch verarbeiten zu können, bedarf es unterschiedlicher IT-Systeme. Und damit diese unterschiedlichen IT-Systeme zu jeder Zeit dem Stand der Technik entsprechen und laufend weiterentwickelt werden, arbeiten mein Team und ich täglich an deren Weiterentwicklung und an deren Optimierung. In meiner Abteilung arbeiten verschiedene MitarbeiterInnen mit unterschiedlichen Nationalitäten, die aber alle hoch motiviert sind, die Herausforderungen, die uns täglich bevorstehen, annehmen und diese Herausforderungen im Team gemeinsam dann auch bewältigen. Johannes Steinbacher ist 28 Jahre alt und seit 3 Jahren im Unternehmen. Er kümmert sich um die Applikationsbetriebsführung der Smart Meter Systeme, also um die Weiterentwicklung und Wartung. Meine täglichen Arbeiten sind die laufende Anpassung der Software. Ich bin in Kontakt mit den jeweiligen Softwarelieferanten unserer Systeme, bin auch zuständig für die Dokumentation bei jeweiligen Anpassungen der Systeme und kümmere mich auch um die Bearbeitung von Störungstickets, von Anforderungen der Fachbereiche, von neuen Anforderungen von bestehenden und setze diese um. Die derzeit größte Herausforderung in meinem Job ist die Übernahme in den laufenden Betrieb der IT. Das Smart Meter Projekt hat sich in den vergangenen Jahren in einer Projektphase befunden und wird nun laufend in den Linienbetrieb der IT übergeführt. Unser Team besteht aus 10 Leuten. Es sind sehr viele verschiedene Backgrounds bei den jeweiligen Mitarbeitern vorhanden. Wir haben viele verschiedene Experten in unterschiedlichen Fachbereichen. Einer von ihnen ist Samir Hassan. Er ist 38 Jahre alt und arbeitet seit einem Jahr bei der Salzburger AG als IT Release Deployment Manager. Release ist ein Begriff aus Softwareentwicklung bzw. Implementierung von Veränderungen, Funktion, Features, Services, meistens Verbesserung der Software. Ich bin verantwortlich für die Planung, Koordinierung, Managen, Durchführen, Überwachung, Überführung von Releases in der Test-Live-Umgebung bzw. die neue Funktionen, neue geänderte Service bereitstellen und in die Live-Umgebung überführen. Wir arbeiten mit verschiedenen Partnern und da spielt die Sprache bzw. die Kommunikation mit den anderen Kollegen eine Rolle. Kultur sicher auch spielt eine Rolle und die Zeitzone zwischen Europa und Asien Beispiel oder Österreich und andere europäische Länder. Ich wünsche für MitarbeiterInnen, die so sind, wie mein Team aktuell schon aufgestellt ist, also hoch motiviert, interessiert. Natürlich müssen potenzielle BewerberInnen auch einen IT-Background haben. Aber einfach Leute, die sich den Herausforderungen stellen, die Themen angehen und auch Themen abschließen und fertig machen. Wenn Sie Lust auf einen Job in der Salzburger AG haben, dann bewerben Sie sich gerne unter www.salzburg-ag.at/durchstarterin.